Hallihallo, hier ist wieder der Tombi und wir spielen weiter mit Star Wars Jedi Fallen Order. Beim letzten Mal haben wir hier, ja, Datumir soweit, glaube ich, abgeschlossen, haben das Echo hier gefunden, was wir finden mussten. Und nun können wir, glaube ich, zurückkehren zur Stinger Mantis und schauen doch mal, ob jetzt hier... Okay, Grease, alles wird gut. Ein Jedi ist hier. Alles sicher. Ich bin sicher. Ob jetzt hier was passiert. Oh, Curl. Können wir jetzt starten? Wollt mal nach dir sehen. Mir geht's prima. Prima. Sowas von bereit, den Planeten endlich zu verlassen. Ich hab die Geschichten gehört. Hexen, lebende Tote. Hattest du nicht was zu erledigen? Na dann mach endlich. Geh gleich los. Gut, beeil dich. Ich werde hier warten, wo es sicher ist. Falls es so einen Ort überhaupt gibt. Ich bin gleich wieder da. Alles da klar. War eine Schwester der Nacht. Und was dann? Wie geht's dir? Alles gut. Aber es war klar, dass wir nicht willkommen sind. Sie war nicht allein. Die Brüder der Nacht? Ich glaub schon. Oh nein. Es gibt noch mehr davon? Ich weiß nicht viel, aber Cordova sagte, die Brüder der Nacht dienen den Hexen von Datumir. Ein Glück, dass du noch lebst, Kerl. Können wir bitte starten? Wäre eine Option. Wir können später zurückkommen, wenn du nicht bereit bist. Doch, ich denke, ich bin bereit. Also ich habe auch mal auf die Map geschaut. Und da war der Bereich erstmal soweit abgeschlossen. Deswegen, ich denke, das passt, oder? Ich denke schon, gut, meditieren brauchen wir nicht. Wir können jetzt einfach mal weiterreisen. Auf zum nächsten Planeten, würde ich mal sagen. Vielleicht lernen wir da auch schon wieder einen neuen Kampfstil oder sonst irgendwas. Oder neue Features. So. Hier sehen wir auch schon, ne? Dass wir jetzt hier keinen Auftrag mehr haben auf Datum hier gerade, sondern hier erstmal unser Auftrag ist Hauptziel, ne? Sieht man ja oben rechts, Legende. Deswegen, wir reisen jetzt auf jeden Fall nach Zepho. Dann mal auf! Du weißt, wer ich bin. Ich kam nach Bogano, um meinen alten Meister Eno Cordova zu finden. Hallo auch dir. Ihr müsst viel Zeit miteinander verbracht haben, ganz allein auf dem Planeten. Dann muss er direkt nach deiner Aktivierung gegangen sein. Erinnerst du dich daran, was Cordova als letztes zu dir sagte? Viel Glück, Jedi. Möge die Macht mit dir sein. Ah, das Lock für Kerl. Sonst nichts? Tja. Schöne Unterhaltung in hier. Hier rüber, Junge. Wir landen gleich. Ach ja, alles klar. Ich muss mich ja dann immer hinsetzen. Okay, ich bin mal gespannt. Der nächste Planet, der ist mir gänzlich unbekannt. Da unten tobt ein heftiger Sturm. Vielleicht kein guter Zeitpunkt, um hier zu landen. Ja, da stimmt was nicht. Diese Winde stören unsere Kommunikation. Hey, Cordova hat was gesagt von wegen Friede im Auge des Sturms. Und ich sehe eine Ansiedlung genau in der Mitte. Dann müssen wir dorthin. Ja, verstanden. Ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Außer der Wind frischt auf. Sagen Sie dem Schraubenhaufen, ich kann seine Meinung jetzt nicht gebrauchen. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Natürlich ist es das, nur etwas knifflig. Okay, festhalten, festhalten, festhalten. Perfekte Landung. Greasy bringt's, Baby. Bei mir sind noch viel zu viele Störungen in der Kommunikation. Um das wieder hinzukriegen, brauche ich noch eine Minute. Ich suche bis dahin nach Spuren von Cordova. Gut. Ich melde mich, sobald hier alles wieder funktioniert. Alles klar. Kerl, hier drüben. Jo. Gute Arbeit auf Bogano. Je mehr Infos wir über Cordova und die Zepho sammeln, desto eher können wir das Imperium stürzen. Ich habe von alten Kulturen gehört, weiß aber nicht viel. Ich wusste nur, dass Cordova von den Zepho besessen war. Er hielt ihre Lehren für bedeutsam. Auch mich haben die Geheimnisse unserer Galaxis fasziniert. Du solltest aufbrechen. Hier gibt's viel zu lernen. Viel Glück. Alles klar. Dann schauen wir uns doch gleich mal ein wenig um hier, oder? Na, das wirkt ja auf den ersten Blick irgendwie so ein bisschen mittelalterlich hier. Oh, was ist kaputt, mein Freund? Was ist kaputt? Gute Arbeit, geschafft, geschafft. Hoffentlich hast du nichts abgekriegt. Was glotzt du so?
Mit wem redest du? Mit meinem Schiff, der Mantis. Guter Name, klingt gewaltig. Ach, was weißt du schon? Hast wahrscheinlich nie ein Schiff geflogen. Vielleicht bringe ich dir mal bei. Wenn du mit deinem Jedi-Zeug fertig bist, kriegst du auch einen kleinen Nachlass. Auf der Flucht zu sein ist gefährlich. Da sagst du was. Hast du mal wen verloren? Er hieß Prof. Gab sein Leben für meins. Er war sicher ein harter Kerl. Mir nicht ganz unähnlich. War er. Seit ich Braca betreten hatte, passte er auf mich auf, ohne zu murren. Ohne zu murren? Auf dem Schrotthaufen? Hoffentlich war es nicht umsonst. Das ist es nie, Kleiner. Ist es nie. Na, alles klar. Die können wir nicht kaputt machen, dann gehen wir uns mal ein bisschen umschauen. Der pflegt seine Mantis aber auch richtig gut, der gute Mann. Der ist super, ich finde ihn richtig witzig. Ich finde die Crew allgemein richtig witzig. Der macht immer schöne, coole Sprüche. Die Frau ein bisschen ernster. Hey. Gefällt mir. Was haben wir gefunden? Neuer BD1-Skin. Erhalten, der Blau 1. Wollen wir uns gleich mal anschauen. Ich habe da nämlich... Guck mal, es ist ja... Ne, die roten Elemente werden zu blau, vorher hatten wir ja in gelb. Finde ich gut. Blau gefällt mir. Sieht so ein bisschen neutraler aus. Ne? Rot sieht so ein bisschen offensiv aus. Mal sich hier nochmal so ein bisschen umschauen. Aha, hier irgendwelche Geheimgänge. Nein. Hätte ja sein können. Okay, wir gehen erstmal den offensichtlichen Weg, würde ich sagen. Die Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Das hat man schon häufiger mal so. Das wird dann irgendwann dazu führen, dass wir hier wieder eine Abkürzung freischalten. Hier kennen wir uns noch nicht aus. Ne? Auf jedem Planeten gibt es ja... Baufällige Hangar. Auf jedem Planeten gibt es ja andere verschiedene, ja, Bestien, Einwohner und sonst irgendwas. Deswegen bloß aufpassen, liebe Leute. Die One hat was entdeckt. Oh. Lagerkiste. Dir. Imperiale Ausgrabung. Lagerkiste. Robuste Behälter für den Transport zerbrechlicher Waren. Der Behälter besteht aus einem schweren Metall, das den starken Winden auf Sepho mühelos standhält. Jetzt die Frage, bringt mir das irgendwas hier rumzuklettern? Über diese Plane kommen wir da irgendwie darüber. Und da hoch, aber ich glaube da oben ist... Das sieht ja witzig aus. Aber ich glaube hier oben ist auch nichts, kann das sein? Ich glaube da oben liegt auch nichts. Okay, nicht zu viel umschauen. Aber halt eben auch nicht zu wenig. Da oben ist auch nichts, hier ist auch nichts. Da ist ein Behälter. Also, was war drin? Neues Poncho-Material erhalten. Bravo, das können wir auch mal anschauen. Ist da unten anscheinend, ne? Jo, nehmen wir mal mit. Für den Moment. Ich finde diese Abenteuerkluft eigentlich immer noch am coolsten. Ihr könnt ja gerne mal sagen, welche ihr denn am coolsten findet. Aber diese ganz normale, ja quasi Lederjacke da, finde ich eigentlich ganz nice. Sich nichts. Hier ist von der anderen Seite verschlossen. Okay, wir brauchen hier erstmal wieder irgendwo einen Weg. Bisher sind die offensichtlichen Wege ziemlich häufig... Wo können wir die denn hören? Gucken wir mal auf die Karte. Da gibt es noch einen Weg. Vielleicht geht es hier gar nicht weiter, weil wir haben schon Sturmtruppen gehört. Das Imperium ist nicht fern. Alles klar, da haben wir uns erstmal so weit umgeschaut. Da gibt es auch nochmal irgendeine Abkürzung, die wir später freischalten werden wahrscheinlich. Da oben könnte man vielleicht auch nochmal irgendwie hin. Egal. War so eine Pflanze, kann man die aufsammeln? Ich habe noch immer keinen Samen gefunden. Mir wurde gesagt, dass ich einen verpasst hatte, natürlich schon, aber ansonsten... Oh mein Gott. Aber ansonsten noch nicht. Oh, der arme Stormtrooper. Aufpassen, BD. So, bisher keine Gefahr. Aber die sind gefährlich, die haben den Stormtrooper zerlegt. Skaz! Verfügt über zwei Angriffe, beißt der Beute in die Ferse oder stürzt sich mit einem Sprung auf sie, der nicht geblockt werden kann. Okay, siehst du, das ist ganz wichtig. Sind Allesfresser, die ihre Beute umzingeln, nachdem sie diese in die Enge getrieben haben. Sehr gut. Okay. Die scheinen nur in Horden wirklich gefährlich zu sein. Was kann er da noch scannen oder scannt er jetzt den Stormtrooper? Sturmtruppler können in großer Zahl sehr effizient angreifen. Ein Lichtschwert wirft Schüsse auf sie zurück. Ja, das haben wir schon mal herausgefunden. Kannst du mich hören? Imperium, Sie haben Sepho. Wären Sie der Mantis gefolgt, hätten Sie uns schon längst umzingelt.
Suchen Sie etwa nach den Gräbern? Hoffentlich nicht. Unser Funk geht wieder. Ich versuche jetzt, mich bei Ihnen einzuklinken. Alles klar. Oh, wie fies, aus dem Hinterhalt. Stim! Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte doch eigentlich... Wollte eigentlich hier wechseln auf den coolen Doppelklingen-Lichtschwert-Modus. Aber der gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, mit welchem ich denn spielen soll. Oder vielleicht auch welchen ihr denn bevorzugt. Aber ich muss sagen... Der mit der einen Klinge, der macht halt viel mehr Damage, ne? Der macht halt sehr viel mehr Schaden. Ah, die Gegner hier sind recht easy zu handhaben. Einmal kurz blocken und dann drauf rumkloppen wie wild. Klappt ganz gut. Hier geht's in eine Art Höhle, so sieht es aus, ja. Hier würde es zum imperialen Komplex gehen. Wir gehen erstmal in die Höhle rein, würde ich sagen. Ich glaube nämlich, das ist der optionale Weg. Ah ja, komme ich da hoch? Nee, ne? Meine Mutter hat mit diesem Stoff ihr Kind warm gehalten. Sie waren auf der Flucht. Nicht runterfallen. Ein Stoffstück, ja, das ihre Mutter benutzt, um ihr Kind zu schützen. Gut, das hat er eben erzählt. Tja, meine Güte, die fliehen hier in so eine arme, dunkle Höhle. Die tun mir aber leid. Hoffentlich wurden die nicht von diesen Scaff-Viechern da erledigt. Aber scheint mir fast so, ne? Ja, sehr schön, das war der optionale Weg. Hier gibt es nämlich irgendwas, was wir uns hier besorgen können. Stimmfach. Und zwar hier. Oh, geil! Kannst du mehr tragen? Danke, BD. Das habe ich schon immer gebraucht. Jetzt haben wir eine Heilungskapsel mehr, einen Stim mehr. Das ist super. Ich habe mich schon immer gefragt, wann ich denn endlich mal eins krieg. Stimbehälter erhalten. Super. Das war sehr gut, hier reinzugucken. Können wir da schon irgendwas entdecken? Das ist irgendwie der nächste Weg, wo man auch noch lang kann, ne? Kann ich hier noch irgendwas machen? Nee, aber da werden wir irgendwie auch noch hinkommen. Dahinter das Gitter. Aber erstmal geht's hier noch ein Stückchen weiter. So, jetzt auf zur imperialen Anlage. Jetzt haben wir sogar drei Stims sogar bekommen. Wir haben sogar einen zurückbekommen, den ich vorher nicht mehr hatte. Den ich leider verbraten hatte, ihr erinnert euch. Ich habe leider einen einfach so eingesetzt. War nicht so schlau. Habe ich mich ein wenig verdrückt. Okay. Na, sehr schön. Haben die mich entdeckt? Oh, das war ein super Angriff. Immer drauf! Das ist unmöglich. Ha! Wie ein wahrer Jedi habe ich sie ausgeschaltet. Das ist unmöglich. Ich denke nicht. Ja, da können wir nicht rein. Das sind hier die einheimischen Behausungen oder was? Das sieht auch echt geil aus. Guckt euch das mal alles an hier, wie das auch so vom Moos bewachsen ist und so. Das gefällt mir alles richtig, richtig gut, was sie hier so an dem Environment gemacht haben und an den verschiedenen, ja, Häusern, wie das alles aussieht und so. Das gefällt mir verdammt gut, muss ich sagen. Jetzt wieder ein kleines Versteck. Hey! Was war da drin? Neuer Sender erhalten. Pflicht und Entschlossenheit. Okay, das sind wieder Sachen für unser Lichtschwert. Können wir hochklettern, so wie es aussieht, oder? Obi-Wan will was scannen. Ich danke. Warnung! Dieser Bereich ist gesperrt. Imperialer Code 94364. Kein Verkauf oder Handel. Okay, das sah so aus, als ob man da hochklettern könnte. Genauso wie hier, aber nein. Schick, 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 schick. Verlassenes Dorf. Und da sind Scout Trooper. Verdammt, jetzt hätte ich den anderen angreifen müssen. Ich bin an ihm dran. Ist da jemand? Ganz egal, wer.
Yes, geil! Oh, das macht richtig Spaß, wieder Imperiale zu bekämpfen, ne? Auf Datumi hatte ich wirklich ein paar Schwierigkeiten hier gegen... Ja, diese ganzen Kreaturen, Monster und diese Datumir, Schwestern und Brüder der Nacht. Aber jetzt hier, hier klappt das schon eher. So, scannen mal den Scout Trooper. Scout Truppler. Kann einige Angriffe mit Lichtschwertern blocken, hält aber nicht allzu lange stand. Im Einzelkampf leicht zu besiegen, aber in Gruppen gefährlich. Deswegen sollten wir da auch auf jeden Fall aufpassen. Da links ist nochmal irgendwie so ein Echo der Macht. Gehen wir auf jeden Fall auch hin. Vielleicht geht es hier um diese Frau, die ihr Kind verteidigen wollte. Oder um die Einwohner im Allgemeinen. Nimm sie und geh. Ich locke sie weg. Foster, nein! Machtecho, getrennt. Eine Tasche, die eine Familie zurückließ, als sie getrennt wurde. Der Vater sorgte für ein Ablenkungsmanöver, wodurch die Mutter mit ihrem Kind entkommen konnte. Ja, und dann haben wir hier, ne, vierter Punkt versteckt. Das ist das mit dem Stoffstück, also ja. Wir verfolgen hier die Story von einer Familie, die wegen des Krieges und wegen des Imperiums hier irgendwie getrennt wurde. Da sind recht viele Gegner, ne? Vielleicht sollten wir uns hier den Höhenvorteil verschaffen, aber da oben ist auch einer. Oh, das gefällt mir hier. Da hört man sogar die TIE Fighter durch die Gegend sausen. Vielleicht können wir den irgendwie gut attackieren. Na, ich hatte gehofft, er macht den Sprung an. Griff hat er leider nicht gemacht. Jetzt bin ich auf jeden Fall aufgeflogen. Oh, geile Moves, ey. Ach, ist das schön. Das Game macht richtig Spaß. Ich kann es eigentlich wirklich nur jedem empfehlen. Vom Gameplay her macht es richtig, richtig Spaß. Das ist wieder eine imperiale Notiz. Das sind alles Lügen. Das Imperium wollte nur das Land. Räumungsbefehl, Räumungsbefehl. Alle Zivilisten haben sich umgehend zur Umsiedlung einzufinden. Plünderer werden erschossen. Gemäß imperialem Code 94364 gilt kein Verkauf oder Handel ohne entsprechende Autorisierung oder ausdrückliche Genehmigung. Diese Liegenschaft und ihre Besitztümer stehen ab sofort unter dem Schutz des galaktischen Imperium. General Marcon, 201. Staffel. Tja, da haben sie sich hier das ganze Land unter den Nagel gerissen. Da sieht man mal wieder, wie das alle Imperium hier leid verursacht in der Galaxis. Fähigkeitenpunkte erhalten, sehr schön. Ich glaube, jetzt haben wir sogar auch schon wieder zwei Stück. Wie komme ich denn da hoch, ist die Frage. Komme ich da überhaupt erstmal hoch oder gehe ich erstmal unten weiter? Ich gehe erstmal unten weiter. Guck mal trotzdem mal ganz kurz auf die Karte. Da oben geht's auch weiter. Okay, wir gehen erstmal weiter hier unten, würde ich sagen. Was machst du da unten? Oh, okay. Da ist wieder der Räumungsbescheid. Hier kann man hochklettern, okay. Hat er mich entdeckt? Komm her, ich wehre deinen Schuss ab. Da, okay. Ach, dass mich immer der zweite Schuss trifft, ist natürlich unglücklich. So wollte ich das gar nicht. Oh, da ist ein neuer. Ein Captain. Mit der Schulterplatte. Hast du was gefunden, BD1? Neues Outfit-Material erhalten. Wächter. Ah. Ja gut, nehmen wir mal. Und hier geht's rein. Jetzt gibt's richtig viele Wege gerade. Wir schauen uns trotzdem erstmal hier oben um. Weil ich glaube, hier sind bestimmt noch ein paar Kisten oder sonst irgendwas, was wir vielleicht entdecken können, oder? Darüber müssten wir ja auch irgendwie noch kommen können, denke ich. Na, so nicht. Oh, hier geht's sogar weiter. Nein! Oh mein Gott. Warum hat er sich denn jetzt nicht festgehalten, der gute Mann? Alles kein Problem. Vielleicht irgendein historisches Artefakt oder sowas? Immerhin graben wir. Wen interessieren schon Steine und alte Tonkrüge? Das Imperium offensichtlich. Sonst wären wir nicht hier. Oh, es war also was drin. Neulich Schwertel erhalten. Okay, bei denen immer schön zweimal ineinander drücken, sonst kriegt man immer noch den Schuss ab. Und das mache ich leider gerade nicht gut, muss ich sagen. Ich krieg den zweiten Schuss leider immer ab. Das ist ja richtig nervig, Mensch. Viel besser. Super. Verdammter Feigling. Kommt der hier rüber? Ja. Das war ja ein super Leben von ihm.
Sehr schön, aber auch cool, dass sie sich so unterhalten, die Stormtrooper untereinander. Ach, hier kann man meditieren. Super. Gut, dann würde ich sogar sagen, an dem Meditationspunkt skillen wir nochmal und dann hören wir auch schon wieder auf mit dem Part. Aber was skillen wir jetzt? Das ist die große Frage. Wir haben sogar gar nicht mehr viel zu skillen, ne? Den hier noch, wie viel kostet der? Einen und das hier noch, das kostet auch eins. Ja, dann nehmen wir beides mit, würde ich sagen. Das hier ist, dass wir das Verlangsamen länger einsetzen können, dass es ein bisschen stärker ist. Und was war das hier? Greift Kerl aus einem Sprint heraus an, kann er einen speziellen Lichtschwertangriff ausführen. Alles klar, das ist auch nicht schlecht. Nehmen wir beides mit. Und wie gesagt, damit würde ich sagen, hören wir hier an der Stelle auf. Ausruhen brauchen wir hier nicht, damit nicht die Leute wieder alle respawnen. Das wäre jetzt Quatsch, weil wir haben jetzt hier gerade noch alles vor uns zum Erkunden. Da unten ist auch noch was. Aber liebe Leute, das war es auf jeden Fall erstmal wieder mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.